Unser Planet ist eine Schatzkammer atemberaubender Landschaften und Naturphänomene, die die Fantasie anregen und Ehrfurcht hervorrufen. Diese über Millionen von Jahren entstandenen Wunder sind in ihrer Schönheit und Größe vielfältig. Sie bieten einen Einblick in die mächtigen geologischen und kosmischen Kräfte, die unsere Erde geformt haben und erinnern uns immer noch an die Großartigkeit der Welt. Von den Tiefen des Marianengrabens bis zu den hohen Gipfeln des Himalaya hat jedes Wunder eine einzigartige Geschichte zu erzählen. Mit einer Höhe von 8848 Metern über dem Meeresspiegel ist der Mount Everest der höchste Berg der Welt. Der Everest liegt im Himalaya an der Grenze zwischen Nepal und der autonomen Region Tibet in China und zieht Abenteurer aus der ganzen Welt an, die seinen Gipfel besteigen wollen. Während seine schiere Größe eine gewaltige Herausforderung darstellt, machen ihn die atemberaubenden Ausblicke und die spirituelle Bedeutung des Berges zu einem Kronjuwel unter den Naturwundern der Erde. Die Reise zum Gipfel stellt die Grenzen der menschlichen Ausdauer auf die Probe und zeigt den unbezwingbaren Geist derjenigen, die es wagen, ihn zu besteigen. Die Aurora Borealis oder Nordlichter ist ein himmlisches Lichtballett, das über den Himmel tanzt und vor allem in den hohen magnetischen Breiten nahe der Arktis und Antarktis zu sehen ist. Diese Lichter entstehen durch Kollisionen zwischen elektrisch geladenen Teilchen der Sonne, die in die Erdatmosphäre gelangen. Die Farben und Muster der Aurora Borealis hängen von der Art der beteiligten Gaspartikel und der Höhe ab, in der sie kollidieren. Dieses atemberaubende Schauspiel mit natürlichem Licht ist nicht nur ein optischer Leckerbissen, sondern erinnert auch an die magnetische Kraft der Erde. Auf dem Weg von der kalten Arktis in die Wärme Afrikas sind die Victoria-Fälle ein weiteres Wunder. Dieser am Sambesi an der Grenze zwischen Sambia und Simbabwe gelegene Wasserfall ist weder der höchste noch der breiteste der Welt, wird aber aufgrund seiner kombinierten Breite von 1708 Metern und Höhe von 108 Metern als der größte klassifiziert und ist damit der größte blattfallendes Wasser. Die Victoria-Fälle werden von den Einheimischen wegen des donnernden Lärms des Wassers und des Nebels, der wie Rauch aufsteigt, auch der donnernde Rauch genannt. Im Westen der USA bietet der Grand Canyon ein ganz anderes Schauspiel. Der vom Colorado River geformte Canyon ist 277 Meilen lang, bis zu 18 Meilen breit und über eine Meile tief und offenbart in seinen Wänden fast 2 Milliarden Jahre geologische Geschichte der Erde. Beim Wandern auf den schroffen Pfaden bekommt man einen greifbaren Eindruck vom Alter des Planeten und der langsamen Kraft der Erosion. Auf der anderen Seite des Pazifiks erstreckt sich das Great Barrier Reef vor der Küste Australiens über 2300 Kilometer und ist das größte Korallenriffsystem der Welt. Das aus über 2900 einzelnen Riffen und 900 Inseln bestehende Riff beherbergt eine außergewöhnliche Vielfalt an Lebewesen und wurde zum Weltkulturerbe erklärt.
Das Great Barrier Reef ist vom Weltraum aus sichtbar und wird oft als einer der besten Orte der Welt zum Tauchen und Schnorcheln angesehen. Wenn man tiefer geht, ist der Marianengraben der tiefste Teil der Weltmeere. Es liegt im westlichen Pazifischen Ozean und erreicht in einem kleinen schlitzförmigen Tal in seinem Boden, das als Challenger Dip bekannt ist, eine maximale bekannte Tiefe von etwa 10.984 Metern, 36.037 Fuß. Es ist eine geheimnisvolle Welt in der Tiefsee, in der einige der ungewöhnlichsten und einzigartigsten Meeresarten leben. Nicht alle Wunder sind so sichtbar oder riesig. Betrachten Sie die komplizierten Netzwerke des Antelope Canyon in Arizona, USA. Es entstand durch die Erosion von Sandstein und ist hauptsächlich auf Sturzflöten und Prozesse unter der Luft zurückzuführen. Die schmalen, wellenförmigen Strukturen und die in dünnen Lichtstrahlen nach unten scheinenden Lichtstrahlen erzeugen eine surreale Landschaft, die Fotografen und Touristen aus aller Welt anlocken. Diese Naturwunder, jedes einzigartig und atemberaubend, zeugen nicht nur von der Schönheit und Vielfalt unseres Planeten, sondern auch von den komplexen Prozessen, die unsere Erde über Millionen von Jahren geformt haben. Sie erinnern uns an unsere Verantwortung, diese Naturwunder für zukünftige Generationen zu bewahren. Während wir diese unglaublichen Stätten weiterhin erforschen und schätzen, müssen wir uns auch für ihren Schutz und ihre Erhaltung einsetzen. Die Natur ist eine Schatzkammer, die unseren Respekt und unsere Erhaltung erfordert. Während wir also über diese Wunder staunen, wollen wir uns auch dazu verpflichten, Verwalter unseres wunderschönen Planeten zu sein. Welche Schritte können wir heute unternehmen, um sicherzustellen, dass diese Wunder auch zukünftige Entdecker weiterhin in Erstaunen versetzen? Orbit. Jenseits des Blaus.